raus aus dem Hamsterrad. Wie oft haben Sie das schon gedacht? Und dann doch auf Ihre monatlichen Kosten geguckt, die Policen, die Kredite, die Sie abzahlen müssen, und dann resigniert gesagt, es gibt kein Entrinnen. Aber ist das wirklich wahr? Ich freue mich, heute hier zwei Menschen zu haben, die es gewagt haben, einfach mal aus dem Hamsterrad auszusteigen. Jetzt gleich bei Neue Horizonte TV und ich heiße Sie herzlich willkommen. Klasse, dass das geklappt hat. Lena, Uli, hi. Dass ihr euch in eurer großen Tour jetzt die Zeit genommen habt, meiner Neugier zu folgen, über euren Reißaus, so heißt euer Film, hier mal zu erzählen. Und ich habe bewusst, bin ich nicht zu tief bei euch auf der Homepage eingestiegen. Also ich weiß noch nicht, was wirklich eure Motivation war. Da magst du erzählen? Anfang, Ende. Ich glaube, wir hatten zwei ganz verschiedene Motivationen. Ja. Okay. Also ich bin Journalistin, ich kenne das, 90-Stunden-Wochen, arbeiten, bis der Arzt kommt. Und ich bin schon immer ausgebrochen und habe dann probiert, auf Reisen eben runterzukommen, mich wieder zu erden, mich selbst zu finden. Also Reisen waren meine Inseln, vor allen Dingen in Afrika, weil für mich fühlt sich das halt, ich erde mich da, ich fühle mich dort zu Hause. Ja. Bin immer allein mit dem Rucksack unterwegs gewesen und hatte immer den Traum, wenn ich irgendwann den Partner habe, mit dem ich mir das länger vorstellen kann, schmeißen wir alles hin, kaufen uns ein Auto und fahren die westafrikanische Küste runter. Weil das ist für mich, also ich konnte mir einfach nichts Ursprünglicheres vorstellen als Westafrika, hatte auch einen riesen Respekt davor. Ja, und habe geträumt, dass ich da halt einfach ganz viel lernen kann, ganz viel Positives aufsaugen kann, um mein Leben halt wirklich mal grundlegend zu verändern. Mhm. Und irgendwann war es dann bei Uli soweit, dass er kündigen wollte und dann habe ich ihm von meinem Traum erzählt und dann sind wir losgefahren. Und ihr wolltet ursprünglich nach Südafrika, ne? Ja, wir wollten mal nach Südafrika, wir in so einem halben Jahr runterfahren von Hamburg über die Westküste, dann halt mit dem Auto, wie Lena das gerade meinte, so. Und hatten aber auch die Idee, beziehungsweise ich hatte die Idee, dass wir dann von Südafrika auch nochmal das Auto nach Südamerika verschiffen könnten und dort auch nochmal ein halbes Jahr reisen, um dann so eine klassische Einjahres-Weltreise zu machen. Ja. Und ich habe gesagt, lass mal in Afrika anfangen. Ne? Und aus dem halben Jahr sind ganze zwei geworden. Knapp zwei Jahre. Also fast genau zwei Jahre. Ihr hattet alles irgendwie in Storage, also in so ein Dings gepackt, oder hattet ihr das verkauft? Habt ihr eure. Wie seid ihr losgegangen? Das war alles komplett unsortiert und chaotisch. Wir sind so ein bisschen unsortiert und chaotisch. Und, okay. Wir hatten circa 5 Monate Zeit für die Vorbereitung von dem Entschluss, dass wir tatsächlich auf die Reise gehen, bis wir los sind. Und wir haben unsere Zelte in Hamburg, da sind wir losgefahren, da kommen wir her, die haben wir nicht komplett abgebrochen. Wir hatten unsere Wohnung untervermietet. Ah, okay. Wir haben auch, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen, bevor wir los sind, tatsächlich erst einen Untermieter gefunden. Hoho, okay. Genau, insofern hatten wir unsere Sachen, die waren alle noch in Hamburg. Das war dann auch, letztlich irgendwie ein Mitgrund, warum wir nie nach Südafrika runtergekommen sind und irgendwann mal umdrehen mussten, weil wir die Zelte nicht komplett abgebrochen hatten. Okay. Es gab noch Zeug aufzuräumen. Daheim. Ja. Also es war so, Uli hatte einen Burnout. Und vorher. Das hat dazu geführt, dass er überhaupt gekündigt hat. Ja. Und dann war Uli eigentlich quasi damit beschäftigt, ne, das Auto auszubauen, schnell für die Reise vorzubereiten. Ich habe immer nur alles in eine Ecke geschmissen, weil wir halt, also ich steckte noch voll im Arbeitsstrudel drin. Ich habe bis eine Woche vorher noch gearbeitet. Du hast beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet und es war einfach komplett unvorbereitet. Wir hatten keine Ahnung, was wir da machen. Wir wussten beide nicht mal, wie man Reifen wechselt, haben dieses Auto gekauft. Einfach das Erste, was wir gesehen haben, es war blau, es war bezahlbar, wir haben es gekauft. Ja. Uli hat den Innenausbau gemacht und sich um alle Vorbereitungen gekümmert. Ich habe immer nur alles in eine Ecke geschmissen, was irgendwie ins Auto sollte, meiner Meinung nach. Und dann sind wir losgefahren. Spannend. Und ja, Visa oder so, habt ihr euch gar nicht vorher drum gekümmert? Ich hab mich schon ein bisschen informiert, so für welches Land man überhaupt ein Visum braucht. Ja. Ich habe mich immer sehr viel informiert vor dieser Reise über alles Mögliche. Aber wir hatten halt von Anfang an die Idee, dass wir uns
um Visa in den Ländern davor kümmern. Mhm. Wir wussten, es gibt auf der Strecke möglicherweise das ein oder andere Land, wo man das mit ein bisschen mehr Vorlauf machen muss. Ja. Und deswegen hat man dann auch noch einen zweiten Reisepass mit dabei. Aber generell haben wir uns immer im Land davor oder zwei Länder davor dann darum gekümmert, ums Visa fürs nächste Land, insofern eins nötig war. Was hast du vor dem Burnout gemacht? Ich hatte so eine klassische Laufbahn, würde ich es beschreiben. Mhm. Ich bin zur Schule gegangen, habe studiert, habe Medizintechnik studiert, also einen Ingenieursberuf. Und ja, bin Medizintechnik-Ingenieur gewesen in der Forschung und Entwicklung vorher von einem großen Unternehmen. Und hatte mein Leben war so ziemlich straightforward. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, wir sind nach nicht mal knapp einem Jahr, dass wir uns kannten, sind wir zusammengezogen in Hamburg-Eimsbüttel in so einer schönen alten Altbauwohnung. Genau. Und ich habe mich bis dahin irgendwie nicht wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt. Mhm. Und habe halt einfach immer auf der Überholspur, alles läuft glatt. Straight. Ja, genau. Mhm. Irgendwie so alles klappt schon irgendwie und es war irgendwie auch der Job, von dem ich vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwie meine komplette Umgebung geträumt hat, dass ich den mal bekomme, so mit Sicherheit und so weiter und so fort. Und da war es einfach irgendwann so, dass ich mich so innerlich dagegen gewehrt habe, ohne es selbst zu merken. Mhm. Und das ist dann in einem Burnout geendet. Beziehungsweise es ist daran geendet, dass ich einfach einmal eines Samstags beim Staubsaugen, Lena war gerade im Urlaub und ich habe die Wohnung dann aufgeräumt, kurz bevor sie wiedergekommen ist, dass ich beim Staubsaugen zusammengebrochen bin und angefangen habe zu weinen und nicht mehr aufhören konnte. Und auch zunächst mal überhaupt gar nicht wusste, was da überhaupt mit mir los ist. Ich habe vor kurzem, haben wir das auch veröffentlicht, Burnout, der Beginn eines selbstbestimmten Lebens. Ja, das heißt wirklich, also meine Erfahrung, die Menschen, die nicht wirklich das tun, was ihr wirklich genuin ursprünglich ihr Ding ist, sondern sozusagen, was sie meinen, was sie machen müssten, dass dieser Konflikt, diese Schere irgendwann so groß wird. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel Anerkennung, nur um der Anerkennung willen etwas macht, statt sozusagen aus der inneren Freude, dass irgendwann die Seele sagt, Schluss, aus. Das nicht mehr. Und jetzt guck mal, was du wirklich willst. Also bei dir wirklich klassisch. Und so alt bist du auch noch nicht, ne? Also nee, damals war ich, wie alt war ich denn? 28 war ich, genau. Hammer. Ja, und es hat halt einfach, da ist irgendwas ist passiert. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht was. Hast es ja so beschrieben, eben als du ich sagte, nee, meine Umgebung und ich dachte, ich wäre das, der das wollte. Ja. Das ist so das, was ich jetzt denke, 4 Jahre später mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung einfach. Ja. Zu dem Zeitpunkt damals wusste ich überhaupt gar nicht, was los ist. Ich wusste einfach nur, okay, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Ja. Und ich habe dann halt sehr mit mir gerungen und irgendwann den Entschluss gefasst, den Job zu kündigen. Ja. Habe das Lena erzählt und habe mich erst gar nicht getraut und dann hat sie sich auch noch gefreut darüber. Mhm. Warst du überrascht? Ja, ein bisschen. Weil das bei ihr, ne, auch letztendlich, schätze ich mal, wie diese 90 Stunden, ich kenne ja etliche, die beim Fernsehen oder beim Film arbeiten, was die sich abverlangen. Ja, nicht nur das, es hat auch einfach nicht mit meinen Werten entsprochen, ja. Ich meine, das, was ich da machen musste, ist nicht das, warum ich Journalist geworden bin, ja. Ich bin aus dem Idealismus heraus Journalist geworden und am Ende ging es nur noch um Quoten und ich meine, mich dafür tot machen, das ist, ja. Ich habe selber, seit ich 16 bin, keinen Fernseher und habe fürs Fernsehen gearbeitet, ja. Also. Ich habe auch keinen Fernsehapparat. Und als ich bin halt, wie gesagt, immer reisen gegangen und um diese Inseln zu finden und habe dann mal gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich immer weg muss, um bei mir zu sein. Mhm. Und als ich dann wiederkam und Uli halt in dem Zustand gefunden habe, habe ich richtig Angst bekommen, ja. Weil ich halt auch dachte, was ist in unserer Gesellschaft nicht in Ordnung, dass jemand, der vermeintlich zufrieden ist und eigentlich ein positiver Mensch, plötzlich nicht mehr aufstehen kann. Ja. Ja, und es ist ein gesellschaftliches Problem und ich hatte auch lange immer nicht den Mut, wirklich zu sagen, alles klar, ich steige jetzt komplett aus, auch wenn ich schon mal ein Jahr weg war oder ein halbes, aber danach war ich ja doch wieder im Hamsterrad und dieses Leistungsding, ne? Jemand sein, immer produktiv sein, das steckte so tief in mir drin. Ja. Ja. Und dann war das halt einfach auch nochmal dieser vorgehaltene Spiegel. Ne? Das ist also, als Uli dann da, es ihm nicht gut ging und dann sind wir zusammen los. Bisschen naiv, aber wir sind los. Also im Prinzip, das war der Auslöser, ne? Nicht die Ursache, aber der Auslöser, gesagt, jetzt ist genug, jetzt legen wir los. Und ihr habt
nicht jetzt akribisch die Route geplant? Also so und so viele Tage da, so und so viele Tage da. Nein. Lustig, dass du das sagst, weil, also nein, wir haben es nicht so akribisch geplant, aber ich war halt schon derjenige von uns beiden. Die Männer lieben das ja, dass sie wissen, wo sie wann sind. Genau, immer eine Idee davon hatte, wann, also was wollen wir heute fahren, wie viele Kilometer, mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit schaffen wir das, wann müssen wir dann los. Und ja. Mich hat das auch eine ganze Zeit während der Reise immer ziemlich gestresst, dass es immer anders kam, genau. Also es ging mir wirklich ziemlich nahe teilweise. Gab es einen Punkt, wo du den Widerstand aufgegeben hast? Sozusagen, also wo du gesagt hast, okay, es ist jetzt, wie es ist. Es ist schleichend passiert. Ja. Es wurde schon immer besser, so nach, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren, nein, nicht ganz anderthalb Jahren, aber irgendwie so um den Dreh. Da war auf jeden Fall irgendwie ein kleiner Wendepunkt. Und ich bin aber immer noch ich. Also ich bin immer noch der gleiche, ich mache das immer noch. Aber ich weiß jetzt so ein bisschen mehr darum und wie du sagtest, nehme ich einfach mal zurück und atme mal durch und versuche auch mal einfach nicht zu planen. Ja. Ja, mein Ziel war halt einfach in all die Länder, wo ich noch nicht war. Also ich war schon in sehr vielen Ländern, in Ostafrika und im Süden habe ich auch mal eine Weile gelebt. Und deswegen Westafrika. Westafrika und all die Länder, wo ich halt noch nicht war. Da wollte ich hin und am Ende dann quasi nochmal Freunde besuchen. Ja. Und für mich war es halt wichtig, weil es war so das erste Mal, dass ich unterwegs war ohne Geldsorgen. Also ich weiß, Afrika ist günstig. Wir hatten ja auch nicht darauf hingespart, aber wir hatten zuletzt beide gute Jobs. Ja. Und sonst hatte ich halt immer Geldnot. Ich bin halt immer als Student schon gereist, als Schüler schon gereist und hatte immer, irgendwann hat dann der Geldbeutel gesagt, jetzt ist vorbei. Mhm. Und diesmal war es zum ersten Mal so, dass ich dachte, okay, das Geld ist jetzt nicht der Grund, um umzudrehen. Und ich will dieses Mal auf gar keinen Fall umdrehen, bis ich nicht diesen Schlüssel gefunden habe. Ja? Wie ich nicht das, was ich auf Reisen immer gespürt habe, wie ich den Schlüssel dazu gefunden habe, den Zugang, dass ich das auch zu Hause im Alltag jederzeit einfach, ich gehe dahin, ich mache den Kasten auf und ich kann es mir nehmen. Und weil, das ist ja das Entscheidende. Ne? Wenn ich von vielen Menschen die Biografie sehe, also dass sie, oder ihr Alltag, sie sind im Hamsterrad, holen sich die Erlaubnis, Urlaub kommt von erlauben, die Erlaubnis, da mal kurz rauszukommen, um Kraft zu schöpfen, um wieder in das Hamsterrad zurückzukehren. Ja. Und dann muss das natürlich immer mehr Thrill geben, beziehungsweise exotisch sein. Und natürlich ist es auch teurer. Mhm. Dafür müssen sie wieder mehr in den Hamsterrad. Und du hast nach dem Schlüssel gesucht, gänzlich sozusagen, dieses Hamsterrad, was du dir selber im Prinzip durch deine Vorstellung, was sein muss, gebaut hast, rauszukommen. Genau, im Alltag, dass ich das auch haben kann, ohne wegzufahren, ohne abzuhauen. Ja. Ja. Und ich wollte nicht umdrehen, bis ich diesen Schlüssel habe. Okay. Auf gar keinen Fall. Und du hast den Schlüssel gefunden? Nachdem ich wieder zurückgekommen bin. Super. Okay. Was war, also ihr habt, ich habe mal kurz auf der Homepage gesehen, da 1 Million Freunde. Das ist natürlich unmöglich, aber ihr seid offensichtlich mit offenen Armen empfangen worden? Ja, überall. Überall. Das ist ja der Witz, ja. Ich meine, ich kannte das ja schon. Ich war ja schon viel unterwegs, meistens immer alleine. Und ich weiß, wie unglaublich gastfreundlich, wie unglaublich herzlich die Menschen sind. Das geht ja schon in Nordafrika los. Gerade Araber, du wirst ja permanent eingeladen, ständig, ne? Ja. Überall auf dem Tee, komm nach Hause. Und das sind auch sehr direkte Einladungen, ne? Du wirst da eingehakt und halt mitgenommen. So. Kannst du gar nicht ausschlagen. Kennst den gar nicht, du sprichst die Sprache gar nicht. Und dann sitzt du da in Mauretanien grundsätzlich 3 Stunden, ne? Vor 3 Stunden darfst du nicht gehen, das ist unhöflich. So eine Teezeremonie dauert 3 Stunden. Und im Senegal, du wirst permanent, ne? Du kannst komplett ohne Geld durch den Senegal reisen, weil die Leute Taranga schreiben die sich ganz groß auf die Fahne, das heißt Gastfreundschaft. Und du kannst es scheint wirklich in so vielen Ländern der Erde, also ich habe mal einen Afghanen gefragt, was ist das, was euch am wichtigsten ist? Und da hat er kurz überlegt, Gastfreundschaft. Ja. Miteinander. Selbst dem Feind, sagt er, wenn jemand sozusagen als Feind kommt, sind wir verpflichtet, ihm Essen und Trinken zu geben. Ja. Als Beispiel. Ja. So. Und das habt ihr permanent erlebt. Menschlichkeit, ja. Ja. Und der Witz ist ja, ich meine, hier gibt es ja viele Vorurteile gegenüber Afrika. Umgekehrt haben die Menschen dort ja auch Vorurteile uns gegenüber. Mhm. Ja, das ist zum einen klar, wen erleben sie gerade in Westafrika? Irgendwelche UN-Leute, irgendwelche Entwicklungsorganisationen, Hilfsorganisationen. Das sind ja meistens Leute, die auch nicht groß anhalten. Die fahren ja da ja straight vorbei. Und mittlerweile ja auch die Social Media, ne? Also Facebook. Es ist ja auch in Westafrika hat ja mittlerweile fast jeder ein Smartphone. Und Facebook gibt es umsonst. Und
das ist dann das Internet, ja, mhm. Facebook. Und die Menschen haben auch Vorurteile uns gegenüber. So, die denken halt häufig, dass es uns halt einfach nur gut geht. Mhm. Was ja auch stimmt. Ne? Ein Freund von uns hat mal gesagt, wir sind so reich, wir scheißen in Trinkwasser. Aber sobald du mit einem Lächeln auf die Menschen zugehst, ja, dann fällt jede Hülle. Ja. Da fällt jede Angst, da fällt jedes Vorurteil und du wirst sofort in den Arm genommen. Also sind westafrikanische Länder weniger am Hungern als die ostafrikanischen? Nein. Also wie sagen wir wirklich jetzt durch die Vegetation oder sowas? Also was heißt Hunger? Ne? Ich meine, ein grundlegendes Problem, also in Mauretanien zum Beispiel, da gibt es hauptsächlich Importgüter und da wächst ja auch nicht wirklich was. Ne? Das ist halt ein Wüstenstaat. Ja. So, manchmal hast du da so ein bisschen Gemüse, was am Fluss irgendwie angebaut wird. Du hast halt viel Datteln, viel Ziegenfleisch. Marokko hat eine unglaublich große Lebensmittelvielfalt, ja, und es ist auch bezahlbar. In den Tropen kannst du einen Kern in den Boden spucken, da wächst am Morgen ein Baum. Ja? Also du kannst zumindest immer Kokosnüsse essen, ja. Du kriegst immer irgendwie Fisch, es sei denn, du bist irgendwo im Inland, aber selbst da gibt es noch getrockneten Fisch, geräucherten Fisch, der ins Inland transportiert wird und es ist bezahlbar. Mhm. Es ist oft einseitige Ernährung ein großes Problem und es ist oft unsauberes Trinkwasser ein Problem. Ja. Und und klar, Hungerkatastrophen entstehen halt wieder durch Naturkatastrophen und davor sind wir. Ich glaube, in Ostafrika gibt es viel Dürre. Ne? Also ich selbst auch war Dürre. Noch nicht da. Ja. Äthiopien und so, ja. Weil ich sage mal, in Afrika hungern die Menschen mit ihrem Körper und in Westeuropa mit ihrer Seele. Ja, die haben gucken in einen vollen Kühlschrank, aber ihr Herz ist am Verhungern. Ja, ich sage immer umgekehrt, wir sind zwar reich finanziell, dafür sind sie reich im Herzen. Ja. Was heißt Hungern? Ne? Also ja, ich glaube, es ist halt häufig so, wenn die im Angestelltenverhältnis sind, dann werden die halt auch mit Essen teilweise mitbezahlt und dann gibt es einmal am Tag was zu essen. Das ist natürlich richtig doof, aber du kannst dir schon immer irgendwie Essen ranholen. Und was ich total toll finde, in der Elfenbeinküste zum Beispiel, da gibt es ein Versorgungssystem für Alte und für Arbeitslose. Wenn die Fischer Fisch fangen, dann müssen sie, je nachdem wie viel sie gefangen haben, eine Schale oder einen Eimer voll immer an Bedürftige abgeben. Okay. Immer. Und du hast immer Fisch und du kannst den Fisch ja auch tauschen oder etwas von dem Fisch gegen Reis, gegen Brot. Mhm. Du kriegst immer, du wirst schon versorgt. Du kriegst immer irgendwie was. Da lässt dich keiner einfach so verrecken. Du kriegst immer irgendwie was. Und im Zweifel tauschst du es halt. Und habt ihr auch viel getanzt? Ja. Und du so? Bitte? Also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich aus mir raus konnte. Ich habe so viel getanzt, habe ich glaube ich nicht. Aber ich habe in Mauretanien mal angefangen, so einen witzigen kleinen Tanz zu lernen. Das war ganz lustig. Und es ist nicht so, dass wir beide losgefahren sind. Also ich habe gedacht, wenn Uli mit mir nach Afrika kommt, dann springt diese Liebe, dieser Funken, ne? Der springt über. Ja. Ja? Das geht gar nicht anders. Und dann schweben wir beide da durch Westafrika und haben den Spaß unseres Lebens. Und so war es nicht. Mhm. Ja? Also ich habe viel getanzt, ich habe viel gelacht und Uli hatte Schwierigkeiten anzukommen. Ja, wir sind losgefahren und ich habe halt gedacht, so wenn wir losfahren, dann lasse ich einfach alles hinter mir, was ich hier erlebt hatte. Gerade so irgendwie eine Depression halt. Ja. Ich habe mich natürlich mitgenommen. Klar. Und das war mir gar nicht so klar. Es ist halt, da alles im Rucksack. Genau, was ich jetzt da alles im Rucksack auf einmal drin habe. Und es ist aber halt hier und dort mal hochgekommen, genau. Mhm. Und damit konnte ich mangels Selbstbewusstsein nicht gut umgehen. Und das hat sich halt häufig da drin geäußert, dass ich mich sehr zurückgezogen habe und schlecht drauf war einfach. Ja. Gerade auch so ein bisschen in unserem Miteinander dann. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, um Weihnachten gibt es die meisten Polizeieinsätze, weil in den Familien hauen und stechen ist. Mhm. Ja, weil die Menschen, die so eng aufeinander auf einmal so lang gar nicht gewohnt sind. Ja, und wenn man so im Arbeitsalltag, naja gut, da hat man das Wochenende und den Abend vielleicht, aber 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen, das ist eine Herausforderung. Also viele berichten, ja, also 14 Tage Urlaub, oh mein Gott, das war wieder zu Hause. Und wieder Abstand haben. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Weil ich meine, ich erlebe euch ja hier jetzt auch völlig unterschiedlich, ja, du so eher nach außen und ja, so den, also ein bisschen eher auch extrovertiert und du der etwas
zurückhaltendere, ja, ruhiger, coolere, sachlichere, bisschen skeptischere oder so, jedenfalls eigentlich eine gute Kombination. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass so eine Reise einen an die Grenzen, ja, das, ja, oder darüber hinaus. Ja. Genau, ich meine, erstmal an die Grenzen bringt. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich los? Ne, bin ich der Auslöser, dass es ihm so schlecht geht oder ne, dass er so schlecht drauf ist? Wie seid ihr damit umgegangen? Gar nicht gut am Anfang. Nee. Ja. Am Anfang überhaupt nicht gut. Wir waren ja auch noch recht jung und naiv. So, ne? Wir sind halt losgefahren und dachten halt, dann lassen wir alles hinter uns. Und sind wir dann, wir haben auch gar nicht darüber nachgedacht. Wir hocken dann ja 24 Stunden auf 2 Quadratmetern die ganze Zeit aufeinander. Ja. Und ich habe so immer gedacht, Freunde von uns meinten schon beim Losfahren, ja, aber nicht, dass du Uli irgendwann in der Wüste stehen lässt. Und ich glaube, das war wirklich immer so mein heimliches, im Notfall lasse ich den in der Wüste stehen und fahre alleine weiter. Okay. Und ich war... Es gibt so eine Szene, glaube ich, im Trailer, meine ich, das warst du es... Oder warst du angeschoben? Irgendwer hat ich angeschoben. Ich habe das Auto angeschoben, ja. Und dann ja. war er weg. Ich habe mich da schon manchmal gefragt, ob der jetzt fährt, aber er hat mich immer wieder mitgenommen. Okay. Dafür ist Uli dann doch zu. Ich finde es ein guter Aufhänger. Wir gucken mal einfach in den Trailer rein. Der ist richtig klasse. Ach, so eine Scheiße. Dann können wir uns auf jeden Fall erstmal auf ein paar Tage Werkstatt einstellen. Ich habe diesen Traum. Alles hinschmeißen, das Nötigste in ein Auto quetschen und einfach losfahren. Abhauen, mich selbst wieder spüren. Mit Anfang 30 Burnout? Das soll mein Leben sein? Wo sind mein Spaß, meine Freude, mein Lachen geblieben? Ich bin so stark. Ich kann nicht mehr. Da hängt jemand in unserem Auto. Boah! Was passiert, wenn wir unser Leben wieder selbst in die Hand nehmen? Geschafft. Juhu. Was, wenn wir alle Sicherheiten aufgeben? Wenn wir den Mut aufbringen, auf die Reise zu gehen? Eine Reise, die uns an unsere Grenzen bringt. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Also schon diese 2 Minuten haben richtig gut, ja, gezeigt, das war nicht nur Zuckerschlecken. Ja, nicht nur Zuckerschlecken. Aber am interessantesten ist diese menschliche Komponente. Ihr beiden auf 2 Quadratmeter, fast 2 Jahre und ihr sitzt immer noch hier. Kann man ja euch erstmal beglückwünschen. Ihr habt es geschafft. Ja, wir mussten es schaffen. Ja. Also tatsächlich, weil ich, ne, mit dem in der Wüste stehen lassen war nichts. Das ist mir aber erst nach 9 Monaten aufgefallen, als es soweit war. Als Uli umdrehen wollte und ich weiterfahren wollte. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann gar nicht ohne Uli weiter. Ja. Weil er hat alle Vorbereitungen gemacht. Dadurch waren auch die gesamten Autopapiere auf seinen Namen. Ich wäre nirgendwo, ich wäre über keine Grenze gekommen mit dem Auto. Mhm.
Das heißt, wir mussten, oder ich musste, einen Kompromiss eingehen. Wir konnten uns nicht trennen. Und dadurch, ich glaube, dadurch sind wir einfach gezwungen gewesen, über uns hinauszuwachsen, uns miteinander auseinanderzusetzen, die Hosen voreinander runterzulassen und wirklich mal ehrlich sagen, was Tacheles ist. Ja. Denn ich hatte oft so gemeine Gedanken. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe manchmal so Gedanken, dann sage ich, ich kann das nicht aussprechen. Ich fühle das zwar, aber es ist zu gemein, es wirklich ehrlich zu sagen. Und dann habe ich angefangen, so gemeine Sachen zu machen. Ne? Ich habe ihm dann weniger zu essen gegeben. Ich habe ihm dann das alte Brot gegeben. Ich habe das neue gegessen. Ne? Das hat dann dazu geführt. Es war nicht so, dass ich das nicht gemerkt hätte. Ja, er hat mich dann kontrolliert. Ich bin sehr, 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 wie sagt man, sensibel irgendwie. Und ich habe das schon alles mitbekommen. Ja, oder ich habe provozieren dann, heißt herausrufen. Ja, genau. Mit solchen Sachen. Ja. Und ich habe mich dann total von ihm distanziert. Also wir saßen zwar auf 2 Quadratmetern, aber ich hatte das Gefühl, wir sind 2 alleine unterwegs. Habe mich dann viel mit den Menschen beschäftigt, mit den Kindern, habe getanzt, habe mit den Frauen gelacht und Uli ging mir einfach auf den Keks. Ja. So, und dann aber ich quasi, bin mit ihr losgefahren und dann hat sie mich halt einfach alleine gelassen. So, ne? War auch scheiße. Ja. Und dann hast du halt keinen, mit dem du mal reden kannst. Ne? Du hast ja normalerweise würdest du hier vielleicht mal Freunde anrufen oder jemand würde dir mal den Kopf waschen. Aber du kannst ja nicht in eine Burkina B irgendwie voll heulen mit deinen Sorgen. Das versteht ja kein Mensch dort. Also, ja. Ne? Okay. Und ihr seid aber dann irgendwann doch nicht mehr ganz alleine gewesen, ne? Meinst du hundemäßig? Auch. Wir haben Schweizer kennengelernt. Das waren die einzigen Overlander, die mit uns unterwegs waren. Das hat total geholfen. Die waren im gleichen Alter wie wir, hatten auch einen Hundewelpen, so wie wir. Und sind mal eine Weile zu, sage ich mal, 6 unterwegs gewesen mit 2 Hunden. Und das hat für uns viel gebracht, weil Uli hat sich sicherer gefühlt. Die beiden hatten schon Reiseerfahrung. Ne? Wir waren mal wieder in der Gruppe, hatten mal wieder kulturell jemanden, der ähnlich war. Sind sehr zusammengewachsen, bis das dann irgendwann auch auseinandergebrochen ist, weil die liegen geblieben sind und nicht mehr weiter konnten. Mhm. Wir haben irgendwann Hundewelpen adoptiert. Das hat total geholfen, weil einfach mal jemand zwischen uns stand, um den wir uns beide kümmern mussten. Und es Alltagsaufgaben gab, mal ab von nur Auto reparieren und kochen. Das war schon ziemlich gut, ja. Und dann wart ihr zu viert, oder was? Also wir hatten 2 Schweizer kennengelernt und sind mit denen weitergereist. Ja. Von Gambia bis Burkina Faso. Und die sind liegen geblieben und mussten dann, also lange, die waren fast 2 Monate, waren stecken geblieben. Wir sind alleine weitergefahren, weil ich hatte keine Lust, da 2 Monate auf einen Ersatzteil zu warten. Und die haben dann entschieden, sie drehen um. Und zu viert meine ich jetzt in eurem Jeep oder in meinem Bus? Nein, die hatten auch ein Auto. Oder mit den Hunden? Ja, das ist, mit den beiden, das ist noch ein bisschen eine andere Geschichte. Ach so, okay, die kommen später. Okay, ja, weil genau. Hier im Studio sind zwei knuffige Hunde dabei. Knuffige Hunde. Mit den beiden ging das später los, zumindest mit einer von ihnen. Genau, wir haben Fufu geschenkt bekommen. Fufu ist ein Geschenk von einem Freund, Carlos aus Ghana. Mhm. Deswegen heißt Fufu auch Fufu Carlos. Fufu ist ein Essen in Ghana und Carlos ist eben unser Kumpel und Fufu hat eben extrem dazu beigetragen, dass wir uns beide wieder besser verstanden haben. Ne? Dass wunderbar. Wir was zum Kümmern hatten. Und Odilo ist dann auf dem Rückweg in Marokko noch dazu gekommen. Quasi. Und ihr hattet auch keine Schwierigkeiten, die mit über die Grenze zu bringen? Nö. Also in Afrika selbst, da haben wir das meistens so gemacht, dass wir einfach überhaupt gar nicht das groß an die Glocke gehängt haben, dass wir einen Hund dabei haben. Ja. Wir hatten allerdings auch Papiere, also einen Impfpass für Fufu immer mit dabei. Und auf Europa haben wir uns vorbereitet, ganz einfach. Das ist ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht. So, also du brauchst so circa 6 Monate Zeit, um den Hund vorzubereiten, also sprich zu chippen, zu impfen, wie er hier auch geimpft werden muss. Und dann einen Nachweis für die Tollwutimpfung machen zu lassen, also einen Bluttest. Ja. Und das zieht sich über 6 Monate und wenn du diese 6 Monate rum hast und alles halt gut gelaufen ist, was aber der Regelfall ist, dann ist das kein Problem. Dann fährst du einfach über die Grenze und sagst, wenn gefragt wird, hier sind die Ausweise. Wie habt ihr euch da verständigt in Westafrika? Ja, das mit Händen und Füßen am Anfang. Händen und Füßen. Wir hatten beide Französisch in der Schule, aber es hat halt hin und vorne nicht ausgereicht. Ja. Ich konnte sagen, wollen Sie mit mir schlafen? Und ich kann kein Französisch auf Französisch, als wir losgefahren sind. Und mich hat der Ehrgeiz gepackt, ich wollte die Leute verstehen. Ich habe dann jeden Tag eigentlich mit so MP3-Kursen Französisch gelernt und
wurde auch ziemlich schnell besser und vor allen Dingen mit den Kindern. Ne? Wenn, wenn man viel Zeit mit Kindern verbringt, Kinder haben viel Geduld. Die sagen dann, das heißt aber nicht so. Ne? Mhm. Und dann, na, dann wirst du korrigiert, aber höflich und traust dich irgendwie auch zu sprechen gegen mir so. Und ja, wir haben dann ziemlich schnell auch Fortschritte gemacht. Uli hat in den Garagen bei den Mechanikern Französisch gelernt. Ich habe sehr schnell technisches Französisch gelernt. Ja. Das ist bei so einer Reise auch wichtig. Ja, ne? Und dann aber so über die ganze Zeit, ich meine, das waren knapp 2 Jahre und wir waren halt viel in französischsprachigen Ländern unterwegs. Das heißt, Frankreich hat dort vor allen Dingen die Kolonien gehabt. Ja, von den 14 Ländern waren es, wie viel, 11? Boah. Glaube ich. Französisch, ja. 11 französischsprachig. Ja. Also mit, wie sagt man, in zweiter Landessprache sozusagen. Mhm. Genau. Weil ja unter ganz viele unterschiedliche Sprachen sowieso im Land ist dann also sozusagen das Französisch das, was alle irgendwie ein bisschen sprechen. Genau. Mhm. Ja. Also, ja. Und ihr seid dann, aber ihr habt immer bei euch auch im Bus geschlafen oder wie nennt ihr das Land Rover. Fahrzeug? Wir hatten Therese, haben sie Therese genannt und hatten ein 40 Jahre altes Dachzelt geschenkt bekommen von Ulis Partner. Ah, Dachzelt. Und wir haben eigentlich immer wild gestanden. Uli wollte am Anfang am liebsten immer auf dem Campingplatz, aber das hat sich dann zum Glück irgendwann gelegt. Vor allen Dingen gab es halt auch irgendwann nicht mehr wirklich Campingplätze. Mhm. Und du kannst halt wunderbar in der Natur stehen. Ne? Dafür habe ich ja gedacht, haben wir ja dieses Geländefahrzeug, ne? Um mal so richtig schön an so einem Berg oder an so einem See oder halt so mitten im Busch zu stehen. Und da gibt es kein Schild, kein Übernachtungsverbot. Nee. Manchmal schon, aber dann stellst du dich da halt nicht hin. Ja, naja, bei Privatgelände. Bei Privatgelände. Weil viele Leute so an einigen. Also an Sehenswürdigkeiten, schätze ich mal, ne? Oder so. Genau. Mhm. Ja, ja. Was war das Beeindruckendste? Die Menschen. Die Menschen. Ja. Die Menschen, die Gastfreundlichkeit und dass halt alles immer geteilt wird, ne? Die am wenigsten haben, teilen alles. Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist das Selbstverständlichste, es wird alles geteilt. Ja. Gastfreundschaft. Und die. Sag mal, Mentalitätsunterschiede, konntet ihr die erspüren, erahnen oder so? Also, wir haben sie, 12 Länder und so, ne, 42.000 Kilometer? 46. Ein bisschen mehr als der Erdumfang, ja, genau. Jawohl. Man muss ja genau bleiben. Okay. Die Mentalitätsunterschiede, weil Afrika ist ja nicht Afrika. Ja, es war von Land zu Land tatsächlich unterschiedlich. Aber also ganz grundsätzlich ist der Kontinent an sich, die Mentalität auf dem Kontinent einfach schon mal eine ganz andere als die wir hier in Europa haben. Ja. Und die Energie ist eine ganz andere, ja. Wir haben es ja tagtäglich erfahren und das war halt auch, also für mich war das nicht immer einfach. Lena kannte das schon und hat sich da pudelwohl gefühlt und ja, es war aber tatsächlich, also wie sagt man so schön, es gibt doch diesen schönen Spruch, die Uhren gehen anders und die Uhren gehen langsamer. Es gibt keine Uhren in Afrika. Wahrscheinlich irgendwie so, es gibt keine Uhren in Afrika. Also ich finde es zum einen halt spannend, wir sind im Norden gestartet, das heißt, es ist natürlich auch arabisch, also arabisch angehaucht, muslimisch angehaucht, dann kommst du halt immer weiter. Für mich war das diese Rolle der Frau, ne? Das war halt auch so spürbar anders. Ja? Ja. Du hast quasi in den Städten in Marokko hast du die moderne Frau, die halt auch ohne Kopftuch und mit High Heels und mit einem Geländewagen durch die Stadt fährt. Du hast aber genauso die traditionellen Frauen in den Bergdörfern, die kein Wort Französisch können, ja, und auch nicht zur Schule gegangen sind oder nicht lange. In Mauretanien wurden wir wieder eingefangen von Mona, die irgendwie ohne Kopftuch und mich dann vorne ins Auto gesetzt hat. Sie ist selber Auto gefahren, Uli sollte hinten sitzen, ne, so schön, ne, gegen die Männer aufgebären. Ja, ja. So ist es. Und dann kommst du halt in Senegal und das ist dann halt, da Religion wird dann nicht mehr ganz so ernst genommen. Ne? Mhm. Also ob du jetzt Muslim oder Katholik oder was auch immer bist, ist egal. Die können auch untereinander heiraten und es ist eh wurscht. Ja. Und dann hast du aber irgendwann auch wieder eben dieses Kirchending in Ghana und in der Elfenbeinküste, wo halt, das ist halt so eine ich finde ja schon fast gefährliche Mischung, wo halt dieser animistische Glaube vermischt wird mit Religion und die Eigenverantwortung komplett abgegeben wird und Gott ist immer für alles verantwortlich. Ja. Ja, Inshallah und ja. Also im,
arabischen, genau. Oder Si Dios quiere. Ja, Papa Dieu, ne? Papa, ja. Gott, der fährt mit, das steht auf jedem Auto und ich vertraue mein Leben an Gott und wenn es einen Verkehrsunfall gab, dann hat Gott sich das ausgesucht oder jemand hat irgendwen verhext, ne? Deswegen, also irgendeinen Grund gibt es halt immer, aber nie die Eigenverantwortung. Und das ist schon schwer, das auch anzunehmen, ne? Weil wir müssen es auch respektieren, weil wir sind dort Gast. Es geht, verstehen werde ich es nie, weil ich glaube, ich könnte 70, 100, 200 Jahre in Afrika leben und ich würde immer noch manchmal da stehen und denken, begreife ich einfach nicht. Ne? Mhm. Aber muss ich auch nicht. Ist das, ich sag mal, das ist ja ein Punkt, kulturelle Unterschiede. Mhm. Es geht nicht um Chauvinismus dabei, sondern um klar zu sehen, ja, da sind Unterschiede. Mhm. Ja, Unterschiede zwischen den Völkern, wie sie sich selbst sozusagen im Zusammenhang mit dem Leben sehen. Mhm. Und das wir quasi schon eher auf dem Weg sind, diese Selbstverantwortung immer mehr zu übernehmen, also für unser Leben. Auch wenn es, sag ich mal, noch die Mehrheit noch nicht tut und es zum Beispiel dem Arzt sagt, ja, Sie sind der Fachmann. Ja, oder der ADAC sowas. Ist mein Arsch. Genau. So, aber also dieses manchmal auch eher kindliche, das hat natürlich auch was wieder mit Vertrauen, ne? Auch das kindliche Vertrauen hat ja auch was, absolut. Aber sich dort heimisch zu fühlen, also du hast ja am Anfang gesagt, ich habe mich da eigentlich zu Hause gefühlt und trotzdem hast du etwas, was dich eklatant unterscheidet. Ja, nicht nur etwas, ne? Allein meine Hautfarbe, ich leuchte im Dunkeln, ja. Ich falle immer auf und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, so ich bin... werde ja nicht als ich wahrgenommen. Ja, ich werde als die Weiße als wahrgenommen. Die Weiße. Und aber wenn du länger an einem Ort bist, dann hebt sich das irgendwann auf. Ne? Mhm. Also dann hebt sich das auf, wobei, ja, also es ist schwierig. Ich fühle mich halt dort unglaublich geerdet. Ich meine, wir kommen alle irgendwo daher. Mhm. Und das kann ich irgendwie spüren. Ich komme da an, mein Herz geht auf und ich bin einfach glücklich. Ja. Und ich glaube, mit irgendwelchen Strugglen haben wir immer zu kämpfen. Ne? Ich meine, ich fühle mich auch nicht in Hamburg-Eimsbüttel heimisch. So. Ne? Da gibt es dann wieder die ganze Working Class oder die ganzen, die jetzt Familien gründen, Autos kaufen, Häuser bauen. Das ist ja auch nicht mein, das bin ja auch nicht ich. Ja, und ich muss ja aber auch nicht komplett immer umgeben sein von Menschen, die so sind wie ich, weil dann wachse ich ja auch nicht mehr im Zweifel. Ja. Und ich kann mir von allen Menschen was abgucken. Und willst du noch was zu seinem Schlüssel sagen? Weil das ist ja, der Punkt ist ja, wir fahren nach Griechenland oder Italien und sind fasziniert, wie die Leute das Leben leicht nehmen. Ja. Ne? So im Café Nyon zu sitzen und einen schönen Espresso zu trinken, ein Glas Wasser und zu schwätzen und vielleicht Backgammon zu spielen oder so. Während wir hier so pflichtbewusst und auf die Uhr und hast du ne, die Zeit auch wirklich genutzt, ja, um etwas Produktives zu machen. Und dann kommen sie zurück und ein bisschen haben wir es, glaube ich, durch die vielen draußen sitzen. Ja, also in meiner Jugend gab es ganz selten irgendwo Cafés oder so, die was draußen hatten. Und jetzt hier in Leipzig, also extrem. Ja, das Leben findet draußen statt. Also das hat man schon mitgenommen. Aber was ist der Schlüssel? Was ist dein Schlüssel gewesen? Man muss es ja nicht verallgemeinern, sondern was war dein Schlüssel, wie du diesen Grundton, der stimmige Grundton mit dir in den Alltag jetzt, also in das wieder in Deutschland zu sein, mitnehmen konntest? Selbstliebe. Und einzig und allein das. Und das ist etwas, ich habe lange gebraucht, um auf diesen Schlüssel zu kommen, aber das hat mir auch geholfen, wieder nach Europa zu kommen, Seminare zu besuchen, anzufangen zu meditieren. Aber ich habe gemerkt, so wie ich mit mir selber umgehe, ja, so würde ich niemals mit meinen Kindern umgehen. So würde ich das niemals meinem besten Freund wünschen oder irgendjemand anders. Aber mich selber prügele ich durch alles durch. Ich bin mein eigener Endgegner. Ja. Ich gehe so gemein mit mir um. Ich gucke in den Spiegel. Ich sehe nur das Schlechte. Ich sehe, wie hässlich ich bin, wie doof meine Haare wieder aussehen. Ich sehe nur das Negative. Und ja, Selbstliebe ist es. Wenn ich anfangen kann, mich selbst zu lieben, mich selbst wirklich lieb zu haben, dann passe ich gut auf mich auf. Und in dem Moment, wo ich gut auf mich aufpasse, dann tue ich mir auch gewisse Sachen einfach nicht mehr an. Dann mache ich halt Sachen, die mir gut tun, die sich gut anfühlen, die sich richtig anfühlen. Und automatisch
gehe ich aufrechter, gehe ich freudiger und kriege ich auch genau das von meinem Umfeld zurück. Und das ist das. Wenn das die Menschen wüssten, wenn das die Menschen wüssten, wenn sie aufhören da draußen, um Anerkennung zu betteln und sich diese Anerkennung und Liebe und ja, es gibt im Alten Testament gibt es ein wunderschönes Wort, das ist Chesed. Chesed wird in den Psalmen, ne, die Chesed Gottes, in Leolam Chasdo, in Ewigkeit seine Güte, Barmherzigkeit, Liebe. Und ein Prophet sagte dann so, eure Rauchopfer stinken mir zum Himmel. Ich will keine Opfer, ich will Chesed. Ich will, dass ihr mit, ja, mit euch und untereinander gütig, barmherzig und liebevoll seid. Und wenn die Menschen wüssten, dass es so einfach ist, wenn sie das schaffen, sich selbst nicht mehr zu verurteilen, sondern zu lieben, mit allem, was da ist, mit dem Bauch, ja, mit den Haaren, was weiß ich, mit dem Herzen, dann bekommen sie das draußen geschenkt. Ja, da brauchen sie nicht mehr die Hand aufzuhalten. Ja. Konntest du für dich diesen Schlüssel auch entdecken? Nach der Reise, da habe ich auch angefangen mit Meditieren, denn Lena ist nach der Reise direkt erstmal wieder abgehauen nach Afrika und hatte mich daheim gelassen mit der Frage, die sie mir vorgestellt hat, wer bist du und was willst du? Ja. Und da habe ich ganz schön dran geknabbert. Und dann habe ich das die Vipassana-Meditation ausprobiert, sage ich mal, und mich halt wirklich richtig intensiv mit mir selbst beschäftigt. Und das war so der Beginn eines, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Erkennens irgendwie oder einfach mich selbst ein bisschen kennenzulernen. Und ich glaube, der Schlüssel, den ich so identifiziert habe, ist einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben. Also wirklich Bewusstsein zu entwickeln für mich selbst. Das ist ein Unterschied zwischen dem, was die Leute unter Selbstbewusstsein verstehen. Habe ich vorher aber auch und verstehe ich natürlich auch immer noch darunter, weil ich bin irgendwie immer noch 29 Jahre lang oder 30 Jahre lang irgendwie halt geprägt worden. Und ja, aber einfach dieses mal ein bisschen innehalten, versuchen Abstand zu nehmen, so wie das auch auf der Reise letztlich war. Also wenn ich jetzt nach hinten blicke, dann ist es halt so, ich habe halt durch die Reise Abstand gewonnen zu meinem Leben, was ich vorher hatte. Bin wieder zurückgekommen, habe Abstand gehabt zur Reise, konnte auf alles mal irgendwie mit ein bisschen Abstand schauen und einfach mal erkennen und durchatmen und schauen, was da eigentlich in mir dann auch los ist und passiert ist. Und ja, also das ist für mich ist das der Schlüssel. Wobei ich nicht losgefahren bin und gesagt habe, hey, ich muss einen Schlüssel finden. Ich bin einfach reingestolpert. Okay. Und das heißt, die Zukunft, das ist jetzt erstmal gar kein Thema. Nö. Also heute ist ein Thema. Heute ist ein Thema, das, ich denke, das lernt man in Afrika auch. Das jetzt. Absolut. Ja, weil ob da ein Bus kommt, das weiß man nicht so genau. Ist auch egal. Ist auch egal. Es wird ja auch alles immer gut und das hat schon alles einen Grund und das kommt schon immer richtig. Ja. Und deswegen muss ich mir auch gar keine Gedanken um die Zukunft machen, weil die Zukunft weiß ich sowieso nicht. Und es sind ja so viele Menschen, die einen großen Verstand entwickelt haben. Und was machen sie damit? Sie bauen Horrorschlösser, was alles passieren könnte, wenn sie jetzt nicht in der Spur bleiben, in die sie mal gegangen sind und so, ne, dass sie unter der Brücke landen und also gigantisch, was Menschen fähig sind, in ihrer Kreativität an Horrorschlössern für die Zukunft zu bauen. Ne? Ja, aber das passiert ja eben auch, weil immer nur Horror um mich rum ist. Ja. Ja? Ich meine, wir sind jetzt ja gerade viel unterwegs und haben mal probiert, Radio zu hören. Ich muss ja alle 15 Minuten das Radio ausmachen, weil dann kommen schon wieder Nachrichten. Ja. Und es ist ja nur Schlagzeile, es ist nur böse. Ja, mir hat einer damals vor 10, 12 Jahren irgendein Bengel die Antenne geklaut. Vom Auto, was ich damals noch hatte. Okay, das war ein Bengel. Ja, B und Engel. Ja, der hat mich davor bewahrt, jetzt diese Nachrichten zu hören. Ich habe die Zeitung abbestellt und gesagt, ich konnte es einfach nicht mehr hören. Jeden Tag nur Negatives, nur Angst, nur Terror, nur Mangel, vor allen Dingen Mangel. Ja. Und ihr habt im Prinzip, du hattest, Essen kriegt man immer irgendwie, aber Herzensnahrung. Erfahrung. Ja, ich meine Erfahrung. Und das ist, dass das, was das Menschsein ausmacht, eigentlich die Herzensnahrung ist. Ja.
Also wenn du einem Menschen offen begegnest und da kommt was zurück, was echt ist. Und du wirst halt auch nie fallen gelassen, weißt du? Ja. Du kannst in der größten Scheiße sitzen und es kommt von irgendwo immer ein Engel her und hilft dir raus. Immer, das ist die goldene Regel. Dich lässt niemand hängen. Das ist in unserer, sag mal, separierten Gesellschaft wird ja alles organisiert. Es ist alles delegiert und Ivan Illich hat mal vor 40, 50 Jahren schon gesagt, das natürliche, das Ertönen eines Martinshornes kann die natürliche Hilfsbereitschaft eines ganzen Stadtviertels lahmlegen. Da kommt schon einer. Ja, da ist ja jemand, der sich kümmert. Das heißt, grundsätzlich sind wir alle hilfsbereit. Der größte Gauner. Aber durch die, haben dann die Institutionen verkümmert das. Sie werden auch nicht mehr gefragt. Ja. Wer wird denn noch um Hilfe gebeten, wirklich um Hilfe gebeten, dass wir zu stolz sind oder so. Aber man darf gespannt sein. Ihr bringt jetzt auch diesen Film in die Kinos. Yes, wir haben es geschafft. Das ist klasse. Und werdet auch bei den ein paar Premieren noch dabei sein? Oder? Ja, wunderbar. Wir machen eine Tour machen, genau. Ja. Wir wissen noch nicht ganz exakt, wie viele Städte das sein werden an der Stelle, aber wir sind auf jeden Fall in ganz Deutschland irgendwie unterwegs. Wunderbar. Und versuchen, so viele Städte wie möglich persönlich dann auch zu besuchen. Und vielleicht begegnen ja auch euch hier auf dieser Tour Menschen, die euch an Afrika erinnern. Jeden Tag. Also ich meine jetzt, die sich auf den Weg gemacht haben, ihr verschlossenes Herz aufzuschließen, zu öffnen. Und ich glaube, Begegnungen sind sowieso das, was das Menschenleben lebenswert macht. Deswegen wollen wir mit dem Film auch persönlich unterwegs sein. Deswegen sind wir unterwegs und wollen in den Dialog, weil wir merken, bei wie vielen das alles ein Thema ist, bei wie vielen Leuten das ein Thema ist. Ja. Es gibt unglaubliche Resonanz. Also das ist wirklich es ist schön, es ist auch krass. Also uns erreichen viele Nachrichten. Ja. Dann über Facebook, Instagram und alle Kanäle irgendwie. Und da Reis aus der Film, habt ihr ja schon auch eine Homepage, kann man Newsletter anklicken. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meine Neugier zu befriedigen. Und es war eine Überraschung, aber tatsächlich, es ist die Selbstliebe, die es letztendlich immer in der Essenz, im Tiefsten, es geht immer nur darum. Überall auf der Welt. Alles andere sind irgendwelche peripheren Sachen. Aber wenn da sich verändert, wenn sich da was verändert, verändert sich das Leben total. Ich danke euch. Danke dir. Danke. Ja. Liebe Zuschauer, das war für mich echt jetzt überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren und Zeuge dieses Coming Out. Ja, es geht um die Selbstliebe. Und fragen Sie sich einfach tatsächlich, ob diese vielen Muss-Ja's, die Sie meinen, in Ihrem Leben zu haben, ob die wirklich Bestand haben. Ich kann Ihnen sagen, es gibt nur 5. Sie müssen schlafen, Sie müssen essen und trinken, Sie müssen verdauen, Sie müssen atmen und irgendwann Ihren Körper verlassen. Und jetzt denken Sie mal darüber nach, machen Sie mal vielleicht eine Liste, wie viele Muss-Ja's Sie in Ihrem Leben konstruiert haben. Da sind eine Menge dabei, die Sie über Bord werfen können, oder? Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.